גיט די ברומט משנה די אדף פון uns kennt אַ שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, דסה מדמלץ ודן שפלוכן נפטר גלן, אוף דרי זכן שתית די ואל, דרי זולן אקסיסטית די ואל. Was ist das? תורה, עבודה, עבודה, das ist nicht Arbeit, sondern der Gottesdienst, und גמילות חסדים, Wohltaten, anderen zu helfen. Aber, wenn wir die Geschichte so sehen, es hat nicht so angefangen. Sondern am Anfang, der Erste, der ein Opfer dargebracht hat, das war Adam Arishon. Das heißt, Avodah. Der Erste, der ein Opfer dargebracht hat, war Adam Arishon. Der Erste mit den Wohltaten, anderen zu helfen war, das war Noach. In der Arche 12 Monate lang hat er alle Tiere versorgt. Und erst dann kommt die Torah. Warum? Aber hier sagt uns die Mishnah zuerst Torah, dann erst Abu Da und erst am Ende Gemilut Chassadim. Ai, um uns zu lehren. Wenn du dich mit Wohltaten beschäftigen willst, Chesed, anderen zu helfen, oder wenn du dich mit Gebeten dich beschäftigen willst, Opfer darbringen, ohne Torah, kann sein, dass du sehr, sehr gute Absichten hast, aber deine Taten können sein, Barminan, Behurachum, Mechaperavon. Zum Beispiel, jemand sagt, ich will jetzt ein Opfer darbringen. Er kommt und nimmt ein Huhn, nimmt ein Schaf und sagt, das ist jetzt ein Opfer. Barminan, er begeht eine Sünde. Warum? Er macht es für Gott. Ja. Schutechutz, wir haben ein Gebot, seitdem der Tempel aufgebaut wurde, Opfer darf man nur im Bett im Gedasch darbringen. Nicht draußen, Schutechutz. Oder noch jemand wird sagen, was du hast, nein. Ich habe eine bessere Idee. Warum sollen wir ein kleines Schäfchen, ein kleines Huhn bringen? Ich bin großzügig, ich bringe einen Elefant da. Kann man das machen? Nein, warum? Das ist kein reines Tier. Das heißt, um richtig zu beten, um richtig Opfer darzubringen. Als allererstes musst du zuerst einmal Torah. Ohne der Torah gibt es keine Avodah und auch keine Gemilut Chassadim. Aber was ist bei der Hilfe? Gemilut Chassadim, anderen zu helfen. Was kann da wohl schief gehen? Ja, es gibt, was kann da wohl schief gehen? Ja, jemand braucht Hilfe. Er braucht viel Geld, um irgendein Unternehmen aufzumachen. Du bist reich und großzügig. Du sagst, weißt du was, ich werde dir geben jetzt 1 Million Euro für 30 Jahre und du gibst mir nur 1 Euro Rebit im Jahr. Ist das großzügig? Wo findest du solche Leute? Ja? Aber das ist laut der Torah Rebit, Barminan, Gene, Genom, Jizbiz, wird man ihn verbrennen. Verboten. Wie darf man nicht nehmen? Verbot der Torah. Du willst helfen? Ohne Zinsen. Zins, aber was ist das? 1 Euro in einem Jahr bei 1 Million Euro. Das ist Batel Beshishim. Da gibt es kein Batel Beshishim. Sogar 1 Euro, das ist ein Rebit. Oder gibt es noch was anderes? Es gibt, im Hebräischen heißt es Hamatat Chesed. Das Wohltaten töten. Hamatat Chesed. Wie jemand, der schwer krank ist und leidet, er ist an Maschinen verbunden und jetzt die Ärzte haben Mitleid mit dem armen Typen und sagen, weißt du was, wir schalten alles aus und er soll in früher reden. Rest in Peace oder wie? Rip in. Er soll in Ruhe. Nein, aber das ist, wie heißt dieser Arzt jetzt? Mörder, Gene, Genom und Barmenal. Topsche Barofim la Genom in so einem Fall. Warum? Siehst du, Chesed, Avodah, ohne der Torah geht es sich darum, bevor du überhaupt dich beginnst zu beschäftigen mit Wohltaten, mit Gebeten, mit Korbanot, mit allem, zuerst einmal beginn mit der Torah.